Hey ho, zu diesem Sonntagnachmittag, 6 Stunden noch zum ersten Spiel Denver Nuggets gegen die Houston Rockets. Und bevor wir darüber reden, über die heutigen Spiele bzw. in der Nacht, ganz kurzen Blick auf unsere Tipps-Übersicht. Die letzten 3 Tipps sind eingefahren letzte Woche. Dadurch sieht es jetzt auch vom Yield her recht positiv wieder aus. 6% plus, 3 Einheiten im Plus und alles, was kein Verlust ist, ist ein Gewinn und unser Ziel. Erste Frage für euch Zuhörer, Zuschauer hier. War jemand zufällig bei den Europe Games in Paris? Würde mich interessieren. Ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich da hingehen sollte. Einfach so zum Spaß, aber die Ticketpreise sind da schon sehr, sehr horrend. Und ja, ich habe mir das Spiel angeschaut, Real Life, und es war schon mega enttäuschend. Also es hat so, erstens, Stadionsprecher in Französisch. Macht vielleicht Sinn, wenn es in Paris ist, aber mal ernsthaft, wie viele aus dem europäischen Ausland fahren oder nutzen die Möglichkeiten, so ein Spiel zu sehen und hauen sich dann nach Paris. Ein bisschen schade, dass der dann nur Französisch geredet hat. Und der andere Punkt, es sah doch wirklich so aus, als hätten beide Mannschaften überhaupt keinen Bock auf dieses Spiel. Wahnsinnig schlechtes Spiel, unglaublich viele Fehlentscheidungen, auch von den Schiedsrichtern. Nicht nur, dass die Spieler katastrophal waren, sondern auch beide Teams. Und dann hat sich es auch noch so ein bisschen angefühlt, als wäre es vorab abgesprochen. Der Außenseiter führt hoch, dann rein zufällig zum Ende des dritten Viertels oder zum Anfang des vierten Viertels unentschieden und dann machen die Bucks ein bisschen ernst und gewinnen das relativ easy. Die Bucks haben 8 Spiele in Folge gewonnen, sind mit Abstand Erster im Osten weiterhin, also hier keine Änderungen. Ansonsten hot or not, die Heat, da ist alles okay, alles im grünen Bereich, 6 von 4 in den letzten 10 Spielen. Toronto mit 8:2, allerdings auch nicht die stärksten Gegner gehabt. Boston hat sich jetzt ein bisschen wieder gefangen, nachdem sie doch einen kleinen Negativ-Abwärtstrend hatten. 3 Siege in Folge. Indiana 8 Siege, 2 Niederlagen. Und auch Philadelphia mit 7-3, obwohl Embiid jetzt schon seit geraumer Zeit fehlt, im positiven Trend. Orlando, Brooklyn 7 und 8. Brooklyn hat, glaube ich, 3 der letzten 15 Spiele nur gewonnen. Recht enttäuschend. Chicago mit auf Position 9, genauso wie Detroit und Washington und Charlotte noch so ein bisschen Chancen auf die Playoffs, ist ja dann doch schon über die Hälfte der Saison gespielt. Vierte gegen den fünften, Denver gegen Houston, die LA Lakers hier deutlich auf der 1 mit 3 Siegen in Front vor den Jazz, die jetzt eine unglaublich starke Serie hatten, aber auch einen relativ leichten Schedule hatten. Und Dallas hier auf der 6, Oklahoma, das Überraschungsteam, 5 Siege jetzt in Folge, Platz 7, auch schon mit ein bisschen, also was heißt ein bisschen, mit einem guten Vorsprung auf Memphis und San Antonio, die sich ein bisschen gefangen haben. Zu den New Orleans Pelicans kommen wir auch gleich. Schauen wir uns jetzt das erste Spiel an. Schon wieder 3 Minuten vorbei und los geht die Analyse. Die Nuggets gegen die Rockets. Interessanterweise haben wir Denver als Favoriten. Houston, wenn wir hier die letzten Spiele anschauen, jetzt 2 Siege in Folge, da hat Westbrook aufgedreht. Er hat auch so ein klassisches Interview gegeben, was viele eigentlich geben, die entweder mit ihm spielen oder mit James Harden witzigerweise, dass man mehr an das Team denken soll und nicht auf individuelle Ziele. Könnte ein Shot gegenüber Harden gewesen sein, spielt aber auch keine Rolle, denn wenn die beiden sich nicht finden, war es das, glaube ich, mit der Ära Harden und den Rockets. Also natürlich nicht, dass Harden woanders hingehen würde oder getradet werden würde, sondern wenn sie mit dieser jetzigen Mannschaft nicht um die Meisterschaft mitspielen und sich vielleicht nochmal durch Trades versuchen zu verstärken, glaube ich, dass es eher nach hinten losgehen würde. Nuggets, Millsap so immer noch angeschlagen, verletzt, Murray sowieso und Jokic macht eigentlich immer noch einen ganz guten Job. Die beiden Teams haben jetzt in dieser Saison schon 3-mal gegeneinander gespielt. 105 zu 95 das erste Spiel an Denver. Dann Houston eigentlich mit 2 deutlichen Siegen und der letzte Sieg war auch nicht mal eine Woche her. Und ich denke, das ist schon ein guter Hinweis, wo meine Tendenzen hingeht. Ich favorisiere hier tatsächlich
die Rockets und würde das in erster Linie am Fehlen von Jamal Murray festmachen, denn der ist schon nicht ganz unwichtig. Wenn wir jetzt hier mal die Lines anschauen, da ist für mich auch das Interessanteste zu holen. Plus 3, plus 3,5 auf Rockets gibt immer noch so eine gute 1,8er-Quote. Damit könnte man einer knappen Niederlage trotzdem noch was Positives abgewinnen. Die Over- und Underlines, klassischerweise bei den Rockets sehr, sehr hoch. Darauf möchte ich in diesem Spiel nicht setzen. Vor allem Denver ist ja mit seinem langsamen Tempo und Defense eigentlich dafür bekannt, die Punkte niedrig zu halten. Die Spurs gegen die Raptors. Also bei den Raptors sind sie wieder alle an Bord. Pascal Siakam, Marc Gasol, Kyle Lowry, Anunoby. Ich glaube, Powell fällt noch aus, aber 5 Siege jetzt hier in Folge, beziehungsweise 8 von 10 gewonnen in den letzten 10 Spielen. Logisch. Und die Spurs mit eigentlich 3 wirklich hervorragenden Siegen, also einerseits beim Comeback von Zion Williamson gewonnen in New Orleans, in Phoenix gewonnen und davor Miami besiegt und ja, die Niederlage gegen Atlanta, die war natürlich scheiße, aber ist halt so. Gegen Phoenix gab es dann einen kleinen Dämpfer, tatsächlich, sorry, tatsächlich gestern und ja, Toronto hier Siege gegen geschwächte 76ers gegen die Knicks, gegen Atlanta, gegen Minnesota und gegen Washington. Also sicherlich nicht die Crème de la Crème. Und ich bin ja persönlich sowieso der Meinung, die Spurs mit Popovic gehören in die Playoffs und dafür brauchen sie Siege. Und deshalb denke ich, dass sie daheim auch die besser positionierten Teams bezwingen können. Und auch hier sehe ich eine plus 3, plus 4 in diesem Bereich als meine Lieblings- Wette, die wahrscheinlich dann auch am Ende gespielt werden wird. Hawks gegen die Wizards. Hier gehe ich nur ganz, ganz kurz einmal in diesen Screen rein, um hier zu schauen, wie ging das erste Spiel in dieser Serie dieser beiden Teams aus. Da ging es 111 zu 101 für Washington aus. Man muss sagen, Bryant, Beal, reicht eigentlich schon, um Paroli zu bieten den Hawks, dann zu Bertans, McGraw und wie sie nicht alle heißen. Die sind gar nicht mal so verkehrt, die Wizards, und ich kann mir schon vorstellen, dass die mit einem wiedergenesenen John Wall und vielleicht ein, zwei guten Roleplayern wieder easy um die Playoffs mitspielen können. Hier bei dem Spiel sehe ich keinen so richtigen Favoriten. Die Hawks, die müssen irgendwann auch mal gewinnen, wenn nicht gegen die Wizards, wann dann? Von daher hier eher Finger weg. Knicks gegen Nets ist für mich das weitaus spannendere Spiel. Spencer Dinwiddie wurde jetzt auf die Bank verfrachtet, nicht weil er so schwach wäre, sondern einfach um neue Impulse zu setzen. Denn es hat dann doch in den letzten Spielen zu viele Niederlagen für Brooklyn geregnet. Und hier der Sieg in Detroit in der Overtime erst. Derrick Rose mit einem Buzzerbeater zur Verlängerung. War jetzt auch nicht so überragend, denn Detroit ist jetzt auch nicht die Creme de la Creme. Davor gab es auf den Sack gegen die Lakers, gegen die 76ers, gegen die Bucks und wieder gegen die 76ers. 76ers, die Niederlagen, theoretisch verschmerzbar, aber da Embiid bei beiden Spielen nicht dabei war, finde ich schon, dass man hier mitten ist, hätten eins gewinnen können, müssen, sollen, dürfen. Haben sie nicht. Von daher würde ich jetzt auch die Knicks, die gegen Raptors verloren haben, kann man machen, gegen die Lakers auch verloren haben, aber die ganz gut gespielt haben. Also bei beiden Spielen gegen die Raptors auch erst in den letzten ja, 60, 90 Sekunden eigentlich das Spiel verloren. Die haben jetzt hier die Möglichkeit, das Derby zu gewinnen und ich glaube, das tun sie auch. Wenn wir darauf setzen, ist immer die Frage, ob man auf Teams, die beide eher so Underperformer, under 50% Siegquote-Teams sind, ob man das wirklich spielen sollte. Magic gegen Clippers. Magic natürlich der Außenseiter. Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard. Er ist in aller Munde, wie immer, aber jetzt hat er tatsächlich beim letzten Spiel sein erstes Triple-Double erreicht. Ist in der heutigen NBA-Zeit
gar nicht mehr so was Besonderes, solche Nachrichten, dass ein Spieler ein Triple-Double erreicht hat, wie vielleicht vor 5 oder 10 Jahren. Umso überraschender aber, dass es von Kawhi das allererste in seiner Karriere gewesen ist, denn er ist ja eigentlich auch für seine Spielübersicht und Spielintelligenz bekannt. Die Magic haben gleich 2 Spiele daheim verloren gegen Oklahoma und Boston, kann man beides verschmerzen. Die Clippers in Miami gewonnen und davor gegen die Hawks auf den Sack bekommen. Aber man muss halt hier immer schauen, wer der Star ist bei den Clippers, der diesmal aussetzt oder ob sie beide auflaufen. In dem Spiel würde ich von einer Wette absetzen, da für mich die Clippers gerade auswärts nicht so ein großes Interesse haben, jedes Spiel Vollgas zu geben. Müssten sie auch nicht. Also ich glaube, bei denen geht die Saison erst in den Playoffs los oder halt sie sind motiviert gegen andere Top-Teams wie beispielsweise LA, die sie ja beide Male geschlagen haben. Hier haben wir jetzt bereits das 4. Spiel in dieser Serie zwischen den Memphis Grizzlies und Phoenix Suns. Ich glaube, am Anfang der Saison hätte jeder gedacht, die machen so den letzten Platz unter sich aus. Aber um zu beweisen, dass es nicht so ist, schauen wir nochmal hier auf die Tabelle. Phoenix, lange Zeit auch hier zwischen 6, 7 und 8 gewesen. Mittlerweile am Boden der Tatsachen auf Position 10, aber immer noch mit einem Shot, um die Playoffs mitzuspielen. Und diesen 8. letzten Spot haben gerade die Memphis Grizzlies inne. Und Jackson und Morant sind schon ein Team für die Zukunft und sie können auch vor allem offensiv. Die 1-7 hier gefällt mir sehr gut. Schauen wir ganz kurz, wie viele Punkte. Das geht hier schon wieder eher Richtung 230, 235. Nicht interessant, diese Linie im Over-Under-Bereich. Und Head-to-Head. Schauen wir mal hier in Phoenix gewonnen. Davor wieder in Phoenix gewonnen und das erste Heimspiel gegen Phoenix verloren. Also die wollen doch bestimmt einmal auch daheim gewinnen und haben einen Lauf, haben das Selbstbewusstsein. Auch wenn die Suns jetzt gerade erst gegen die Spurs gewonnen haben, sehe ich hier unsere Grizzlies im Vorteil. Das nächste Spiel, Zion oder, wie die Amerikaner sagen, Zion Williamson mit einem unglaublich kranken Debüt. Ich habe hier mal kurz nach 2 Spielen seine Stats rausgesucht. Er hat ja so um die 20 Minuten bei beiden gespielt. Minute Restrictions gibt es für ihn. Sie wollen ihn langsam aufbauen und an das Tempo und an die Intensität in der NBA gewöhnen und nicht schon wieder für eine weitere Verletzung sorgen. Aber was echt krass war, seine Trefferquote. 7 von 9 jetzt im 2. Spiel und das 1. Spiel war ähnlich. Dreier getroffen, unglaublich smooth Bewegung im Layup und beim Dunking. Also das hat mir schon sehr imponiert. Das sah alles aus, als könnte er das einfach aus dem Handgelenk zaubern. Die Stimmung auch in New Orleans eine ganz, ganz andere wie in den ersten 2-3 Monaten in dieser Saison. Die Fans sind hyped. Sie glauben an das Team, aber es gab jetzt trotzdem 2 Niederlagen. Es hat lange Zeit geheißen, dass die Pelicans vielleicht ihren Holiday oder ihren Redick abgeben würden, einfach um noch vielleicht Assets zu bekommen für die Zukunft, ein bisschen Cap loszuwerden, nächstes Jahr damit Free Agents anzulocken mit Geld und eben mehr in die Zukunft investieren. Jetzt ist es aber so, dass sie immer noch relativ nahe an den Playoffs dran sind. 17 Siege, 21 braucht man hier. Also der 8. Platz ist auf jeden Fall noch möglich. Und mit dem Hype von Williamson wollen sie vielleicht auch nochmal angreifen. Aber Hut ab und ich bin gespannt, wann er mehr als 20 Minuten spielen kann und wann die Pelicans gewinnen. Ob es gegen die Celtics der Fall ist, glaube ich nicht. Aber wie die Quote schon sagt, das ist für mich ein klassisches 50-50. Möchte ich hier nicht wetten, denn ich glaube, mit der Intensität und dem Hype, den der Williamson bringt, können sie es schon packen. Die Celtics sind aber als Gegner definitiv schwächer als die beiden Teams davor. Also als Gegner schwächer aus Sicht der Pelicans, dass sie das gewinnen sollten, denn die Nuggets, wie gesagt, auch hier ersatzgeschwächt und die Spurs waren back-to-back, also das hätten sie schon eher gewinnen können als dieses, aber vielleicht
alle guten Dinge sind drei und dann gewinnt er halt sein drittes Spiel. Die Trailblazers gegen die Pacers. Also es bleibt dabei, die Blazers sind für mich die Enttäuschung. Waren in meiner eigenen Liste vor den Playoffs sogar ein bisschen stärker angesehen als im Jahr davor. Ich hätte sie schon so zwischen 3 und 7 vermutet, mindestens 7. Aber jetzt sind sie 11. und mit 19 Siegen und 27 Niederlagen wird die Luft nicht unbedingt breiter. Müssen langsam gewinnen und da könnten die Pacers als Top-Team im Osten, 5. Platz, 30 Siege, 16 Niederlagen. Victor Oladipo gibt am 29. sein Debüt. Also da kommen jetzt die Pacers. Die sind relativ ersatzgeschwächt noch. Also Malcolm Brogdon fällt wahrscheinlich aus. Und ich denke, das sollten die Blazers unbedingt ausnutzen. Denn ich habe auch gelesen, dass McCollum wahrscheinlich wieder auflaufen wird, nachdem er jetzt ein paar Spiele ausgesetzt hat. Und das sollte dann dazu führen, dass unsere Portland Trail Blazers mal ihre Siegesserie starten. Also, wir haben hier einige Spiele und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz in uns, was denn die heutigen Wetten sein werden. Okay, ganz kurz in mich gegangen und für den heutigen Sonntag habe ich mir drei Wetten rausgesucht. Das eine ist San Antonio Spurs plus 4. Für eine Quote von 1,82. Wir lassen Denver gegen Houston ein bisschen außen vor, denn es ist fraglich, ob James Harden heute auflaufen wird. Mit Harden würde ich hier sofort ein Rockets plus 3 oder so spielen. Ohne Harden Finger weg, also oder Sieg halt auf Denver, aber ne, mag ich nicht. Also Spurs, erster Tipp. Hände weg von Hawks gegen Wizards. Vom Gefühl her müssten die Hawks mal gewinnen, aber die Wizards sind das bessere Team. Vom Gefühl hier würden die Knicks gewinnen, aber die Nets sind jetzt auch nicht so verkehrt, hatten jetzt allerdings Back-to-Back plus Overtime letzte Nacht. Also eher die Quote passt, aber keine Wette von mir. Genauso wenig bei den Pelicans, bei den Magic gegen die Clippers. Auch hier skip it und Memphis, die holen den einfachen Sieg. Die 1-7 reicht uns und genauso werden wir vom Spiel Pelicans gegen die Celtics Abstand nehmen. Der Hype um Zion Williamson ist cool. Reicht es für einen Sieg gegen die Celtics? Ich glaube nicht, aber eine Wette ist mir auch hier zu riskant. Und dementsprechend die dritte platzieren wir auf einen Sieg der Trailblazers. Hier kann ich mir aber auch tatsächlich vorstellen, für risikofreudige Jungs und vielleicht auch ein Mädel da draußen, dass man ein bisschen noch ein Handicap dazu nehmen könnte. So eine minus 3 für eine Zweierquote. Aber mir reicht ehrlich gesagt die 1,83 für den einfachen Sieg. Und damit haben wir auch den nächsten Sonntag oder das nächste Sonntagsvideo hinter uns gebracht. Wie gesagt, wie eingangs gefragt, wenn jemand in Paris bei einem Europe Game war, schreibt doch mal in die Kommentare, sagt, wie es gewesen ist. Und vor allem, war es wirklich so scheiße, wie es von außen am Fernseher war. Bis zum nächsten Sonntag. Danke für eure Likes, eure Abos und wir sehen uns.